So, willkommen zurück hier bei Fallout New Vegas. Nach dem Absturz im letzten Video geht's jetzt ab in den Medical District. Die Lautsprecher der Villa sind in einem üblen Zustand, wie das Madre, Vorkriegsschrott. Sie senden ein Signal aus, das dein Halsband hochgehen lässt. Es gibt beschädigte und abgeschirmte Lautsprecher. Die Beschädigten lassen sie von Weitem zerstören. Aber geh nicht zu nah ran. Ah ja. Können wir nicht miteinander. Oh. Alles klar. So, die können wir werfen, oder? Ah. Cool. Hast du ihn auch getötet? Ja, hat er. Okay. Nehmen wir alles mit. Und gehen weiter. Kann kaum glauben, dass der Idiot sein Halsband verschluckt hat. Du sagst auch immer die gleichen Sprüche, meine Herren. Klinik. Uah. Boom. Wo denn Boom? Kann kaum glauben, dass der Idiot sein Halsband verschluckt hat. Meine Herren. Da bin ich doch leicht panisch geworden. Café, Klinik. Hier müssen wir, glaube ich, hin. Also nicht schießen. Anscheinend hat jemand experimentiert. Dieser Pip-Boy. Vielleicht Ja, du mit deinem blöden Pip-Boy. Gasleck. Drei Arbeiter der Puesa del Sol. Schallstation aufgenommen. Sie waren einem unbekannten giftigen Gas aus dem Lüftungssystem ausgesetzt. Verursacht schwere Lungen- und Gewebeschäden. Einatmung ist nicht das Problem. Es wird über die Haut aufgenommen. Seine Auswirkungen werden analysiert. Das Gas, was auch immer es genau ist, sammelt sich vielleicht in Lüftungsschächten unter der Stadt. Habe den Vorarbeiter gebeten, sich die Quelle anzusehen, bevor Prüfer von der Regierung kommen. Die Luft schmeckt nach Kupfer oder alte Weltgold. Killeranzug? Really? Oh yeah. Oh yeah. Richtig stylisch hier. Sie haben selber Schuld, dass Sie hier sind. Sie konnten es ja einfach nicht bleiben lassen. Ja, ich weiß, ich bin schuld. Ah, so machen wir die Hologramme kaputt. Interessant. Aktenschränke, ein paar Chips, Aktenschränke, noch mehr Chips, Aktenschrank. Irrelevant. Das war ein Wortspiel. Ich weiß, damit habe ich mich selbst mal übertroffen. Briefbeschwerer ist irrelevant, genau wie der andere Briefbeschwerer oder die Tassen oder irgendwas anderes, was wir hier finden könnten. Eine Arzttasche, darüber hingegen freue ich mich sehr. Oh, Automatencodes. Codes für die öffentliche Aufnahme sind heute eingetroffen. Es sind geklärt und geklärt, Notfall verwendet. Wenn den Code hat, es mehrmals darum gebeten, dass Medics bräuchte rein. Okay. Herunterladen, Medics. Okay, jetzt können wir Medics herstellen. Klinik-Kellerschlüssel. Und vermutlich auch verkaufen. Das ist ja das Interessantere für uns. Was ist denn gerade für ein Klopfen? Wird mir total paranoid hier. Chips.
Chips. Chips. Red X. Ein Terminal. Terminkalender. Sinclair schon vorher ein Autodog ins Casino zu verlegen. Aha. Okay. Das ist kein Problem. Slammed. Ja, wenn man die Fertigkeiten hoch hat, ist alles total einfach. Terminkalender, unangenehmer Besuch. Domino kam vorbei, um sich nach den Testergebnissen des Vares und Veras Stimme zu erkundigen. Er schien besorgt darüber, dass ihre Stimme bei der Gala-Veranstaltung verlieren könnte. Ich sagte ihm, dass wenn es um Mrs. Keys ginge, sie zu mir kommen solle, weil ich nur ihr persönlich medizinische Informationen geben würde. Ich sagte ihm, dass die Autodocs in der Lage seien, Mrs. Keys Stimme zu heilen, sollte sie sich Halsinfektionen zuziehen. Und wir sogar operieren könnten, sollte sie sich einen Kehlkopfriss erleiden. Er schien mit dieser Information zufrieden, entschuldigte sich sogar und ließ zum Dank eine Flasche Wein da. Ich sagte ihm, dass ich dies nicht für angemessen hielt, aber er bestand darauf. Ich warf sie weg. Mentats. Also die Codes sind gar nicht so gut versteckt, man muss nur ein bisschen die Augen offen halten. Ich hoffe, wir können auch irgendwann mal Munition kaufen im Automaten. Sicherheitsterminal. Patrouille. Das sind ein paar Informationen über die Hologramme. Ich denke mal, das ist nicht allzu interessant. Verhalten einstellen. Die Luft schmeckt nach Kupfer oder alte Weltgold. Wer klopft hier jetzt die ganze Zeit irgendwo gegen? Okay. Autodog. Dieser ungewöhnlich aussehende Autodog hat immer alle verkrüppelten Körperteile heilen. Cool. Diese verfluchten Lautsprecher am Ende des Saals. Das rote Licht heißt, sie sind geschützt. Aber irgendwo muss man sie ausschalten können. Ja, hier. Erschöpfung. Mrs. Keys Schlaflosigkeit hat sich verschlimmert, also haben wir neue Autodoc-Upgrades bestellt. Muss Sinclair ein Vermögen gekostet haben. Die neuen Programme für die Autodocs lindern die Erschöpfungssymptome. Habe den Arbeitern über Nebeneffekte und Gefahren der Langzeitnutzung geredet. Wollte sicher gehen, dass sie damit keine Doppelschichten zu... machen. Sinclair fragte, ob diese Codes auf die öffentlichen Ausgabeautomaten geladen werden können. Leider sind die Codes nicht kompatibel. Er sagt, er wolle sich darum kümmern. Schätze, seine Kontaktperson bei Big Mountain wird demnächst einen Anruf bekommen. Ja, Adrenalin injizieren. Ach, komm schon. Ist doch ein Witz. Kann kaum glauben, dass der Idiot das Band verschluckt hat. Jetzt habe ich seit hier nicht mehr gespeichert. Ja, Leute, dann verzichte ich aber drauf. Nee, Moment, da waren ein paar Sachen, die brauche ich. Das hier war wichtig. Und das hier war wichtig. Dann müsst ihr euch nicht nochmal angucken, wie ich hier alles plündere, obwohl hier ja schon interessante Sachen versteckt sind, oder? Chips ohne Ende, allein schon. Nee, wir gehen jetzt runter. Mann, das ärgert mich gerade wieder ein bisschen. Gott, ey. Blödes Piepsen. Total furchtbar. Diese verfluchten Lautsprecher am Ende des Saals. Das rote Licht heißt, sie sind geschützt. Aber irgendwo muss man sie ausschalten können. Ja, aber wo denn?
Ah! Ah, meine Güte. Die Luft schmeckt nach Kupfer oder alte Weltgold. Mensch, ich hab doch eine Wegmarkierung. Wie muss ich jetzt wieder nach oben oder was? Hä? Diese. Pitboy, vielleicht reiße ich ihn Ihnen vom Arm und trage ihn um den Hals. Das ist mir gerade ein bisschen zu hoch mal wieder. Die Luft schmeckt nach Kupfer oder alte Weltgold. Hier geht's doch auch gar nicht weiter, oder bin ich total bescheuert? Gehen Sie in den Keller der Klinik und schalten Sie den Strom der abgestimmten Lautsprecher im Autodockflügel ab. Wie geht's denn in den Keller? Frage. Ach so. Ah ja. Der Kellerschlüssel wäre oben übrigens gewesen, für die, die vielleicht kein Dietrich mehr haben. Ah, Mann, oh Mann. Hauptenergie abschalten. Mann, man kann sich auch wieder schwerer machen, als es ist, ey. Meine Güte. Mal wieder sehr, sehr ärgerlich. Ach so, die ist da drin. Ih, was ist das denn? Die Frau vor ihnen wirkt okay. Die kann scheinbar nicht reden und hat ganz viele Narben im Gesicht. Alles okay? Sie schaut sie an, blinzelt wieder und öffnet den Mund, aber bleibt stumm. Sie berührt ihre Kehle und fährt mit dem Finger die Narbe unter dem Kinn nach. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Sie wirkt erschüttert. Als sie ein Autodoc anschaut, weicht sie zurück und wieder öffnet sie ihren Mund, wieder ohne Laut. Sie schaut sich wieder an und ihre Hände ballen dich zu Fäusten. War das diese Sängerin? Scheinbar. Ach, der Autodoc hat die... Ah, das ist nicht, wonach es aussieht. Die Frau öffnet den Mund, zuckt zusammen und zieht langsam den Finger über ihre Kehle. Sie wirkt wütend, als schmerzstehend. Okay. Stirnrunzeln berührt sie wieder ihre Kehle, diesmal sanft, dann legt sie ihre Hand aufs Halsband auf ihr Knie. Ihre Augen werden stützen, sie beschloss, der Hand Halsband und darauf herumzudrücken, okay? Das ist ein Sprengstoffhalsband, wenn sie daran herumspielen, explodiert es. Sie sieht überrascht aus, dann bemerkt sie ihr Halsband und hebt eine Augenbraue. Sagen wir stecken beide mit drin. Sie runzelt die Stirn, kneift die Augen zusammen und schüttelt langsam den Kopf. Was meinen Sie damit? Sie schüttelt wieder den Kopf und zieht in der Luft eine Verbindungslinie zwischen ihnen beiden. Gemeinsam können wir es hier rausschaffen. Sie schüttelt wieder den Kopf. Einmal, dann verschränkt sie die Arme. Ich will Ihnen nicht sagen, was Sie zu tun haben, aber Ihr Leben hängt an meinem. Sie runzelt die Stirn, schaut das Halsband und dann Sie an. Sie bilden mit den Händen einen Kreis, legt seine Hand, sie nickt ihnen zu, lässt die Hände sinken und schüttelt den Kopf. Sie sieht langsam die Verbindungslinie zwischen ihnen beiden. Sie suchen nach etwas anderem? Schön, ich kann Ihnen helfen. Sie betrachtet sie wieder.
und ihr Gesichtsausdruck wird freundlich. Langsam schüttelt sie den Kopf und seufzt lautlos. Sie nickt ihn, dann hebt sie die Augenbraue und nickt in Richtung der Tür. Also gut, kommen Sie mit. Christine schaut den Gefolgsmann und schüttelt den Kopf. Ach so, die geht alleine. Okay. Ha, unten rechts, das Bild ist cool. The Crew. Christine hält ihn, betrachtet, stirnrunzelt den Lautsprecher und dann ihr Halsband. Es ist ein verfallener Lautsprecher. Wenn wir uns zu lange in der Nähe von ihm aufhalten, wird er explodieren. Sie tippt auf ihr Halsband und dann die Hand schnell öffnen und schließen, okay? Sie zeigt auf ihren Pip-Boy, ihr Halsband und dann auf ihr Halsband und kurz danach öffnen, okay? Wissenschaft 60, Sie können die Frequenz, über die die Lautsprecher aktiviert werden, irgendwie stören? Sie will nicken, hält dann aber inne, zeigt auf sich selbst und schüttelt den Kopf. Sie zeigt auf das Halsband dann und nickt auf ihren Pip-Boy. Sie deutet ein Dreieck, sie langsam den Hand, okay. Funktioniert das mit jedem anderen Halsband? Sie runzelt die Stirn und schüttelt langsam den Kopf. Sie öffnet den Mund und deutet, etwas einzustellen und zeigt dann auf sich selbst. Es ist nur ihre Frequenz. Sie nickt einmal und dann nochmal, zeigt dann auf sie beiden und schließlich den Pip-Boy. Aber nur zwischen uns. Sie nickt und deutet, dass sie weitermachen können. Also mit der sind wir immun gegen die Lautsprecher, so habe ich das jetzt verstanden. Okay, sieht aus wie eine Frau, ne? Naja. Gut, wir haben unsere Crew zusammen. Yippie-yay-yay. Was ist das denn hier? Deans Geheimversteck. Oh. Mein Gott. Wir haben eine Pistole. Gott, fühlt sich das toll an. Fühlt sich das toll an. Oh oh. Dich mache ich fertig. Verliere Blut. Stimmt, die sterben ja nicht direkt. Schon wieder fast vergessen. Ja, bewusstlos sind sie nur so lange, bis sie den Kopfschuss kassieren. So. Kann kaum glauben, dass der Idiot sein Halsband verschluckt hat. Mann, jedes Mal ist das so knapp mit diesem blöden Piepsen. Gott stirbt gleich, ey. Endlich. Nimm mal. Ja, wir brauchen aber auch mal eins. Von den wertvollen Stimpacks. So, raus zur Villa. Ja, gut, wir haben jetzt unsere Begleiter zusammen, die drei. Oder, nee, die vier. Oder? Drei, vier. Drei, wir sind zusammen vier. Cool. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen kleinen Schnitt, machen hier beim nächsten Mal weiter. Wie heißt jetzt die aktuelle Aufgabe, wenn ich mal kurz gucken darf? Reden Sie mit Elijah am Brunnen, um weitere Anweisungen zu erhalten. Okay, das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Verabschiede mich von euch und sage, bis zum nächsten Mal. Und diesmal Gott sei Dank ohne Absturz. Bis dann.